Hallo und herzlich willkommen zu Woche 3 im Kurs Soziale Medien und Schule. Für wen, wieso, wozu? In dieser Woche beschäftigen wir uns mit den Wirkungsweisen von sozialen Medien und beantworten die zentrale Frage, wie soll ich mich verhalten? Wir werfen dafür einen Blick auf die Inhalte, die sich in sozialen Netzwerken finden und die man posten kann und darf. Wir werden aber auch erklären, was mit Inhalten, die einmal gepostet sind, passiert. Als Experte fungiert Thomas Strasser, der als Fachdidaktiker, PH2-Professor, Autor und Lehrer tätig ist. Thomas Strasser hat langjährige Unterrichtserfahrung im Bereich Schule und Erwachsenenbildung und ist als Referent für die Lehrerinnenfortbildung sowie für die Lehramtsstudierendenausbildung an der Pädagogischen Hochschule Wien tätig. Er forscht und publiziert unter anderem in den Bereichen Blended Learning, LMS, Web 2.0, Social Media, E-Portfolios und konstruktivistisches Lernen. Er ist auch Schulbuchautor. Nähere Informationen zu Thomas Strasser finden Sie auf www.learning-reloaded.com. Die Schülerinnen und Schüler des BG, BAG und MG Drachackengasse in Graz verraten uns in dieser Woche, was sie über soziale Medien mit ihren Freundinnen und Freunden teilen und wie man sich in sozialen Medien verhalten soll. Dabei stellen sie sich auch die spannende Frage, ob es einen Unterschied zwischen dem Miteinanderreden in sozialen Netzwerken und im echten Leben gibt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Absolvierung von Woche 3.